Stell dir vor, du bist als Tourist auf einem Vulkan wie auf dem Teide in Teneriffa und plötzlich macht es BUM! Genau das passierte 2014 am über 3000 Meter hohen Ontake in Japan. Der Vulkanausbruch kostete 63 Wanderern das Leben. In diesem Video schauen wir uns an, wo der Vulkan liegt, wie das Unglück chronologisch ablief und ob es verhindert hätte werden können. Kennst du die Geschichte und was hältst du davon? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Der Ontake-San ist ein Vulkan in der Gegend des japanischen Nagano und mit einer Höhe von 3067 Metern nach dem Fuji der zweithöchste Vulkan Japans. Am Gipfel befindet sich Japans höchster und auch tiefster Gebirgssee. Nördlich des Ontake-Massivs erstrecken sich die japanischen Nordalpen und östlich die japanischen Mittelalpen. Der Ost- und Südteil des Massivs ist seit 1952 mit 19.046 Hektar ein ausgewiesener Naturpark. Das Ontake-Massiv zählt insgesamt 8 Gipfel, wobei die Kengamine mit 3067 Meter den höchsten Gipfel des Massivs bildet. Ontake-san bedeutet wörtlich verehrter Gipfel, was auch ein Grund dafür ist, dass der Vulkan regelmäßig von japanischen Pilgern besucht wird. Somit ist der Berg Zentrum einer Reihe von religiösen Vorstellungen und Praktiken diverser Gruppierungen, die zusammenfassend als Ontake Shinko bezeichnet werden. Daher befinden sich am Berg auch mehrere Shinto-Schreine, wobei insbesondere der Ontake-Schrein hervorzuheben ist, der aus zwei Hauptschreinen besteht, wobei ersteres Hauptgebäude sich auf 2920 Meter befindet und das zweite auf dem Kengamine-Kraterrand bei 3060 Meter, sowie diverse Nebenschreine entlang eines Pfades vom Bergfuß bis zum Gipfel. Was passierte nun 2014 genau? Das Ontake-Massiv gilt nicht nur als Pilgerstätte, sondern ist auch ein überaus beliebtes Wandergebiet. Vor allem im Herbst besuchten den Vulkan regelmäßig viele Besucherinnen und Besucher. Am 27.09.2014 befanden sich hunderte Wanderer und Ausflügler gegen Mittag am Gipfel des 3067 Meter hohen Ontake, als dieser gegen Mittag plötzlich ausbrach. Es stiegen gewaltige Rauchwolken in den blauen Himmel auf. Eine Augenzeugin sagte einem TV-Sender: Das hörte sich an wie Donner. Es machte Bumm, Bumm und dann war alles dunkel. Ein Hüttenwirt berichtete Ähnliches. Es gab ein Geräusch wie bei einem Donner und der Himmel verdunkelte sich durch den Rauch. Andere Augenzeugen schilderten, wie mehrere Menschen auf einer Straße nahe des Gipfels am Boden lagen. Insgesamt saßen laut Angaben der Polizei rund 250 Menschen am Berg fest. Unmittelbar nach dem Ausbruch warnte die nationale meteorologische Behörde im Umkreis von 4 Kilometer rund um den Vulkan vor umherfliegenden Gesteinsbrocken und weiteren möglichen Eruptionen. Die Gesteinsbrocken sollen teilweise so groß wie Autos gewesen sein, wie eine Bergführerin berichtete. Ein Zutrittsverbot wurde sofort für das Gebiet verhängt. Die herabquellende Rauchwolke war insgesamt mehr als 3 Kilometer lang. Der Ministerpräsident beauftragte das Militär, bei den Rettungsmaßnahmen zu unterstützen. Laut Medienberichten haben rund 150 Menschen nahe des Gipfels in Berghütten Schutz gesucht, wovon einigen sogar der Abstieg gelang. Einer der Überlebenden berichtete, dass teilweise Rucksäcke am Rücken von Bergsteigern zu brennen begannen. In einem NHK-Interview sagte der 60-jährige Takao Kamata: Ich wurde von Steinen am Rücken und an den Füßen getroffen. In dem heißen Wind konnte ich kaum atmen. Nach eigenen Aussagen habe er überlebt, weil er mit Händen einen Hohlraum vor dem Mund bildete, um nicht zu ersticken. Wäre er direkt in einen sogenannten pyroklastischen Strom geraten, hätte er keine Überlebenschance gehabt. Diese Lawinen aus heißer Asche und Luft können bis zu 300 km/h schnell werden. Es dauerte eine ganze Nacht, bis Hilfe eintreffen sollte. Am nächsten Morgen flogen Hubschrauber des Militärs die ersten Wanderer ins Tal. An der Such- und Rettungsaktion für die vielen Bergsteiger beteiligten sich seit dem Nachmittag nach dem Ausbruch über 550 Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute.
An diesem Tag ging man dann davon aus, dass bereits Dutzende Menschen in den giftigen Schwaden erstickt sein könnten und rund 40 weitere teils schwere Verletzungen erlitten haben. Aufgrund der Gefahr weiterer Eruptionen und starker Schwefelschwaden wurden die Bergungsarbeiten am Sonntag wieder eingestellt. Es folgte eine weitere Nacht der Ungewissheit. Am Montag nahmen hunderte Rettungskräfte ihren Bergungseinsatz wieder auf und holten die ersten 12 Leichen vom Berg, obwohl der Berg weiter bebte und Rauch ausstieß. Ein japanischer Fernsehsender berichtete indes, dass das Marschieren für die Einsatzkräfte aufgrund der dicken Ascheschicht auf den Hängen des 3067 Meter hohen Vulkans extrem anstrengend sei. Die Ascheschicht betrug zu diesem Zeitpunkt bereits über 30 cm an Dicke. Um leichter voranzukommen, trugen die Einsatzkräfte keine schweren Sauerstoffflaschen mit sich. Indes wurde die Verletztenanzahl auf über 3 Dutzend erhöht. Am Dienstag gab es wieder zunehmende Beben und schlechtes Wetter, was die Bergungsarbeiten am ausgebrochenen Vulkan blockierte. Seit den Morgenstunden haben die Erschütterungen wieder zugenommen, wie ein Vertreter der Nationalen Meteorologischen Behörde den Medien mitteilte. In der Zwischenzeit war die Zahl der Helfer erhöht worden. Rund 850 Polizisten, Feuerwehrmänner und Soldaten standen im Einsatz, um weitere 24 leblos herumliegende Opfer vom Berg holen zu können. Außerdem galten einige Wanderer weiterhin als vermisst, darunter auch Kinder. Unterdessen berichteten Einsatzkräfte vom Einsatz am Vortag. Ich sah bis zu 1 Meter große Lava- und Felsbrocken, die offenbar bei dem Ausbruch durch die Luft geschleudert worden waren. Die Helfer mussten sich immer wieder durch Asche und Geröllhaufen graben, behindert von ihren eigenen Helmen, Schutzbrillen, Schutzwesten und Atemmasken. 4 Tage nach dem Vulkanausbruch haben Helfer Leichen von 12 weiteren Wanderern entdeckt, womit die Zahl der Todesopfer auf mindestens 47 anstieg. Damit galt der Vulkanausbruch ab diesem Zeitpunkt als folgenschwerster Vulkanausbruch Japans seit dem Zweiten Weltkrieg. Offiziell waren zum Zeitpunkt des Vulkanausbruchs 327 Bergwanderer vom Tourismusverband registriert worden. Wie viele aber tatsächlich vor Ort waren, kann nur geschätzt werden, da sich eigenen Angaben zufolge nur rund 20% der Besucher registrierten. Die Obduktion der ersten 12 Toten ergab indes, dass die Opfer alle durch Felssteine erschlagen wurden, die der Vulkan durch die Luft geschleudert hatte. Eine Woche nach dem Vulkanausbruch betrug die Zahl der Todesopfer nach wie vor 47. Insgesamt wurden noch 16 Wanderer vermisst. Alle 16 Vermissten wurden nicht mehr lebendig gefunden, weshalb die Todeszahl offiziell auf 63 anstieg. Es stellt sich nun die Frage, ob die Zahl der Todesopfer bei dieser Katastrophe gesenkt bzw. verhindert hätte werden können. Dazu habe ich ein interessantes Statement von Cordis, einem Forschungs- und Entwicklungsinformationsdienst der Europäischen Gemeinschaft, gefunden. Die Frage lautet: Der Vulkan Ontake wird gründlich überwacht. Warum also gab es keine Vorwarnung? Der Ausbruch des zweithöchsten Vulkans in Japan konnte von Wissenschaftlern nicht vorhergesehen werden. In Anbetracht des technologischen Fortschritts eines Landes, das vulkanische Aktivitäten gewohnt ist und insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Ontake zu den besonders genau überwachten 47 aktiven Vulkanen Japans zählt, mag dies überraschend erscheinen. Ein Grund hierfür, wie die Fachzeitschrift Scientific American bemerkt, könnte sein, dass es sich bei dem Ausbruch wahrscheinlich um eine phreatische Eruption gehandelt hat, eine Wasserdampfexplosion an der Oberfläche, die unmöglich vorherzusagen ist. Während einer derartigen Explosion können sich plötzlich Risse bilden, aus denen allerdings kein Magma austritt, sondern ausschließlich altes, in Brocken aufgespaltetes Gestein. Dem ungeheuren Knall der Krakatau-Eruption im Jahr 1883 in Indonesien, der rund um die Welt zu hören war, lag eine phreatische Eruption zugrunde. Der Guardian beschreibt den Vorgang folgendermaßen: Gewöhnliches Regenwasser sickert in einen Vulkan, wird von heißen Felsen im Inneren erhitzt und strömt zurück an die Oberfläche, um dort heiße Quellen und Dampflöcher zu bilden.
Wenn sich das Wasser jedoch aus irgendeinem Grund anstaut oder dieses aufgrund brüchigen Gesteins in Kontakt mit Magma gerät, dann verwandelt die überschüssige Hitze das Wasser in Dampf. Der Dampf dehnt sich rapide aus und kann die Schlote durchdringen und massive Felsbrocken herausschleudern. Der Ontake wird mit 5 GPS-Stationen und einem Tiltmeter zur Neigungswinkelmessung überwacht, die allesamt Oberflächenveränderungen messen, welche auf ansteigendes Magma hindeuten. Wie Toshikatsu Tanada, Leiter der Abteilung für Vulkanforschung am Nationalen Forschungsinstitut für Erdwissenschaften und Katastrophenprävention der Fachzeitschrift Nature mitteilte, zeigten die gemessenen Daten keine Veränderungen vor oder während der Eruption an. Bei großen Eruptionen steigt Magma auf und die Tiltmeter und GPS-Systeme würden das registrieren, erklärte Tanada. Nichts davon trat jedoch ein, auch wenn es nur relativ wenige Messinstrumente für den Ontake gibt. Es sei unwahrscheinlich, so Tanada, dass den Wissenschaftlern signifikante Magma-Aktivitäten entgangen seien. Die 12 Seismographen des Ontake zur Erkennung seismischer Wellen im Zusammenhang mit vulkanischen Aktivitäten schlugen vom 10. auf den 11. September aus, als die Werte von 52 auf 85 anstiegen. Danach mäßigte sich die Rate auf tägliche Werte zwischen 10 und 20. Erfahrene Vulkanbeobachter werden bestätigen, dass dieser Anstieg der seismischen Aktivität nicht unbedingt von Bedeutung sein muss. Die Fachzeitschrift Nature meint hierzu: Erhöhte seismische Aktivitäten eines Vulkans wie diejenigen, die Anfang September beobachtet werden konnten, können auf ein erhöhtes Eruptionsrisiko hindeuten. Oftmals ist dies jedoch nicht der Fall. Im Jahr 2011 wurde ein ähnlicher Anstieg beim Ontake beobachtet, ohne dass eine Eruption erfolgte. Die seismischen Aktivitäten der meisten Vulkane verlaufen ungleichmäßig. Wie Tanada Nature mitteilte, gäbe es jedoch Dinge, die getan werden könnten, um dazu beizutragen, dass in Zukunft der Verlust von Menschenleben verhindert werden kann. Zum einen könnten Instrumente, vor allem Gasmessgeräte, installiert werden, um eine bessere Überwachung zu ermöglichen. Zum anderen könnte Japan ein Frühwarnsystem ähnlich dem bereits für Erdbeben verwendeten installieren, da dieses zu den schnellsten der Welt zählt. Wie fandet ihr die Story? Welche außergewöhnlichen Geschichten von draußen fallen euch sonst noch so ein? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr keine künftigen Videos verpassen wollt.